Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir eine Serie aus, leider nicht die komplette Serie, da es diese nicht komplett in Deutsch gibt. Eine Serie, die ich damals mit meiner Schwester Anfang der 90er Jahre sehr gerne geguckt habe auf RTL. Die lief auch viele, viele Jahre auf RTL, immer am Wochenende später. Und dann lief sie nachmittags, wo auch eine starke Familie kam. Der Prinz von Bel-Air, Harry und die Hamilton, K19. Vielleicht kennt ihr die Zeit ja noch. Und dann ein paar Jahre später lief die dann auch auf RTL 2. Und die Serie hat ja jetzt eine Fortsetzung vor ein paar Jahren gehabt als Füllerhaus. Auf Amazon oder Netflix lief die. Und die Urserie, wie gesagt, die habe ich sehr gerne mit meiner Schwester geguckt. Die habe ich mir jetzt mal gekauft, die es gibt, da die erste Box immer teurer wurde. Und die fünfte Box, die gab es ja so gar nicht, glaube ich. Die ist auch schweineteuer. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal gekauft. Die habe ich mir auf eBay gekauft, die erste Staffel, weil es diese auf Amazon gar nicht mehr gab. Und ja, dafür habe ich 35 € bezahlt. Für die anderen Staffeln habe ich so 11, 12 € bezahlt. Und für die letzte habe ich 50 € bezahlt, aber das zeige ich euch gleich alles. Ja, vertrieben wurde es von Warner Brothers oder wird vertrieben, wie gesagt, leider nicht komplett, das macht Warner Brothers gerne mal. Hier haben wir die erste Staffel noch in schicken Schuber. So sieht die aus. Hier vorne ist noch ein Aufkleber, die Erfolgsserie mit Mary Kate und Ashley, alle 21 Episoden auf 5 Disc. Auf den Motiven haben wir Steph, Michelle, DJ, Joey, der Witzboy, Jesse, der Rocker, ja, Playboy, will ich nicht sagen, der ist einfach cool. Und Danny Tanner war es gewesen, genau, Danny, der Vater von den Mädchen. Und ja, Full House beweist Millionen Kindern, dass das Leben immer noch liebevoll, gemütlich und sicher sein kann. Special haben wir hier dann stehen. Ich hoffe, das Licht, die Sonne ist gerade ein bisschen weggegangen, kann man trotzdem noch erkennen. Eine noch nie gesehene Pilot-Episode. Ich glaube, da war der Vater ein anderer Schauspieler. Hab ich das auf YouTube gesehen? Ich habe es irgendwo mal gesehen. Audiokommentar: Aller Anfang ist schwer und alte Schulden von Schöpfer, ausführenden Produzenten, Autor Jeff Franklin. Wissenswertes über das Wunder von Thanksgiving. Sprachen haben wir Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Stereo, Untertitel Deutsch und Englisch, Französisch, Ungarisch, Holländisch, Portugiesisch, Arabisch, Untertitel für Hörgeschädigte, Deutsch und Englisch. Ja, 545 Minuten dauert die erste Staffel. Bildformat ist 4 zu 3 bzw. 1,33,1. Also habt ihr links und rechts schwarze Balken. Ja, und ohne Freigabe ist es freigegeben. Machen wir mal auf. Finde ich bei Warner Bros. Eben ein bisschen schade, dass sie nicht die schicken Schuber weitermachen. Das haben sie aber Supernatural gemacht. Die ersten Staffeln hatten auch so einen schönen Schuber und dann kam auch nur noch diese hier. Leider. Das Ganze kommt in Slim Case. Da haben wir dasselbe Bild. Machen wir es zu scharf. Da sehen wir die Extras. 87 ist das in den USA gelaufen. Jetzt sind die Daten, wo es gelaufen ist. Okay. Da haben wir dann Jesse. Danny. Joey, der Komiker. Die Kinder. Ah ja, das waren die 19 Episoden, 22. Und die Familie nochmal. Fuller House habe ich eine Episode gesehen. Das spielt ja dann nachher ein bisschen weiter. Die Kinder, glaube ich, übernehmen das Haus, war es gewesen. Ja, war okay. Hätten sie auch so als Komplettbox machen können. Dann haben wir die komplette zweite Staffel. Und ihr seht, da haben die jetzt schon andere Höhen genommen. Da waren die auch schon ein bisschen älter. Und auch die Haarfrisuren haben sich ein bisschen geändert. Jess hat hier sogar kürzere Haare und Joe hat dafür etwas längere Haare. Und voll witzig, voll spritzig, voll romantisch. Da haben wir eine Laufzeit von 515 Minuten, Episoden ca. 24 Minuten, Bildformat ist 4 zu 3 bzw. 1,33. Dann haben wir hier nochmal die Special. Schade, dass es jetzt immer ein bisschen düsterer wird, weil die Sonne kommt und geht, die Wolken kommen immer noch ein bisschen. Dann haben wir Special Top 10 der Erziehungsregeln, Vollhausquiz. Sprachen haben wir Deutsch und Englisch, Ungarisch, Mono. Untertitel Deutsch, Englisch, Arabisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Portugiesisch. Untertitel für Hörgeschädigte, Deutsch und Englisch, also praktisch dasselbe wie eben. Und die Serie war auch ab 0 Jahren freigegeben. So, gucken wir hier mal rein. Dann haben wir hier die Episoden. Ich muss aber so sagen, von der Aufteilung ist echt cool gemacht. Gefällt mir sogar ein bisschen besser als das im Case. Ich hätte die so in der Box gemacht, als Komplettbox. So, dann haben wir hier Staffel 3. Also die Staffeln hier haben so 11, 10, 9 €, 12 € gekostet. Ich weiß nicht mal genau, welche wie viel gekostet hat, aber die waren nicht so teuer. Ja, die Staffel 3. Tagsüber Schule, abends Familie und immer gute Stimmung. Naja, manchmal ist auch da schlechte Stimmung. Spezies haben wir hier, ich kann es gerade nicht lesen.
Jodys Location, glaube ich, sprachen Deutsch und Englisch, Französisch, das ist wieder das Deutsche eigentlich. Das ist alles dasselbe wieder. Ich glaube, Jodie war noch die Frau von Jesse nachher, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht mal sicher. Schon Jahre her. Aber gucken wir hier mal rein. Da haben wir wieder Danny. Ja, oh, das hat Joey auch wieder kurze Haare. Die Kinder. Dann haben wir Staffel 4. Da ist die Frau von Jesse. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die kriegen ja nachher auch zwei Kinder. Und es gibt ja auch nachher noch eine Walt Disney-Folge, wo die Walt Disney sind, glaube ich, war das gewesen. Jesse und Becky. Ah, Becky war es gewesen. No, Becky ist sie. Jesse und Becky heiraten und wir gehen alle. Und wir sind alle eingeladen. Sprachen haben wir Deutsch, Englisch, Französisch, auch wieder dasselbe eigentlich. Ne, hier haben wir nur Deutsch, Englisch, Französisch, Mono, Untertitel Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Ungarisch. Und eine Laufzeit von 591 Minuten, circa Episode 22 Minuten, Bildmodus das 4 zu 3. Und ihr seht hier, wenn die Mädchen auch schon was größer. Und jetzt hat auch Danny wieder eine kürzere Haare. Ich glaube, Danny war ja auch ein Nachrichtensprecher, wenn ich mich nicht falsch entsinne. Alles schön in grün. Ja, und jetzt kommen wir zu der teuersten DVD der Serie. Und da bin ich auch ein bisschen überrascht. Weil ihr seht ja hier das Bild, ne? Ist ja hochwertig. Und die DVD ist auch von Amazon. Und ihr seht, das sieht doch aus wie gedruckt, ne? Und ich glaube, die Serie gab es auch so nicht. Nicht in der großen Auflage. Ich glaube, Amazon hat die selber danach produziert. Halb nicht perfekt, aber ja. Ihr müsst aufpassen, diese Serie gibt es als US-Fassung auf Amazon und als diese. Die US-Fassung, die kostet um die 30, 25 Euro und die deutsche kostet so um die 50, wenn ihr Pech habt, sogar noch mehr. Ja, die komplette fünfte Staffel. Hier steht auch komplette neu. Ja, Sprachen haben wir Deutsch, Englisch, Dolby Digital 2.0 und die Titel Hörgeschichte Deutsch und Englisch. Laufzeit 611 Minuten, 24 Minuten pro Episode, 4 Disc. Bildformat ist aber auch 4 zu 3. Ja, und ihr seht, das sieht alles ein bisschen. Ja. Also es sieht nicht nach einem Hochwertigen, wenn man es so vergleicht, ne? Hochwertig, nicht hochwertig. Ich meine, ich hätte ja auch mal gelesen und hat es mir einer auch gesagt, dass Amazon manchmal selber solche Sachen produziert. Auch die Hülle ist eine andere, eine schwarze. Werde ich wahrscheinlich eine durchsichtige nehmen, wenn ich so eine finde. Und ja. Vom Pressdruck, okay, aber man sieht es. Ich gucke mir mal an, wie die das aussehen. Aber ist neu. Und kein Kratzer. Naja, kann ich mit leben, wenn sie laufen. Und ich bin ja froh, dass ich die fünfte bekommen habe. Ich hätte es aber natürlich viel, viel besser gefunden, wenn Warner Bros. Mal da eine Komplettbox gemacht hat, hätte, weil die Serie es verdient hat. Die ist einfach ein Kult, meiner Meinung nach. Gerade wenn ihr, wie ich, in den 80ern geboren seid oder Anfang der 90er, ich habe die Serie dann auch später gesehen. Das ist eine tolle Serie. Und da gibt es ja viele Serien, die mal auf DVD und Blu-ray rauskommen könnten. Wie Eine starke Familie. Gibt es in England, aber nicht bei uns. Oder was gibt es denn da noch? K19, vielleicht kennt das noch jeder. Oder die Adam 12, das sind so Polizeiserien gewesen, liefen auch auf RTL. So ein Mittagsprogramm am Samstag, glaube ich. Adam 12 lief auch nachher bei Super RTL. Ich meine nicht das Uralte von den 60ern, sondern das Neuere. Das fand ich richtig cool als Jugendlicher, beziehungsweise als Kind, als Zwölfjähriger. Ja, ihr könnt mir aber gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr die Full House-Serie kennt. Wenn nicht, guckt sie euch mal an. Gibt bestimmt Episoden auf YouTube. Wenn ich einen Trailer finde, verlinke ich euch den in der Videobeschreibung und ich verlinke euch auch die DVDs zu Amazon. Aber ich glaube, die erste gibt es nicht mehr bei Amazon. Und das war es dann auch von mir. Ich bedanke mich für eure Zeit. Würde mich über einen Kommentar und Like sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Gavatrons. Tschüss.